Hi, guten Tag. Willkommen zur Eröffnung der Wanderausstellung Menschen, Bilder, Orte. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, initiiert vom Mikwa LVR Jüdisches Museum im archäologischen Quartier Köln. Ich bin Mirna Funk, Schriftstellerin und Journalistin und werde durch den Abend leiten. Wir haben jetzt 1,5 Stunden miteinander. Als erstes folgen Grußworte relevanter Persönlichkeiten und anschließend werde ich mit 5 spannenden Gästen über jüdisches Leben heute sprechen. Als erste Rednerin möchte ich begrüßen Anna Henk-Holstein. Sie ist die Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland. Guten Tag. Ich freue mich heute Abend ganz besonders, den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden und den Vorsitzenden der Synagogengemeinde hier in Köln, Herrn Abraham Lehrer, ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Genauso freue ich mich, die Kulturdezernentin unseres Schwesterverbandes in Münster, des LWL, Frau Dr. Barbara Rischhoff-Parzinger, liebe Barbara, ganz herzlich hier in unserer Runde begrüßen zu können. Ich freue mich aber auch, mindestens genauso intensiv, darüber, dass unsere eigene Landesdirektorin sich die Zeit genommen hat, hier heute Abend bei uns zu sein. Vielen Dank dafür, liebe Ulrike Lubeck. Danke. Es ist mir eine ganz große, besondere Freude, Sie heute Abend hier im Landeshaus des Landschaftsverbandes Rheinland in Köln-Deutz begrüßen zu dürfen. Und mein besonderer Gruß gilt gleichfalls allen Gästen, die digital via Livestream hier heute Abend zugeschaltet sind. Mit dem nunmehr 3. Standort unserer Wanderausstellung sind wir jetzt in Köln angekommen. In der Stadt, in der die Geschichte ihren Anfang nahm. Blicken wir zurück auf das Jahr 321, zurück auf die Colonia Claudia Ara Agrippinensum, die heutige Stadt Köln. In jenem Jahr erließ Kaiser Konstantin ein Gesetz, das den ersten Hinweis auf jüdisches Leben in den Provinzen des Römischen Reiches gibt. Wir können also ganz sicher sein, dass hier in Köln, der Hauptstadt der Provinz Niedergermanien, vor 1700 Jahren eine jüdische Bevölkerungsgruppe gelebt hat, die in der antiken Stadtgesellschaft eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Und genau dieses Edikt ist nicht nur der historische Anlass für das Festjahr, das wir in diesem Jahr 2021 begehen, sondern wird vielmehr das Highlight des gesamten Jahres sein. Dem Landschaftsverband Rheinland ist es in gemeinsamen Bemühungen mit dem Erzbistum Köln und unserem Ministerpräsidenten Armin Laschet gelungen, die einzige noch existierende Abschrift des Gesetzblattes für eine Ausstellung aus der Vatikanischen Bibliothek von Rom nach Köln zu holen. Diese Präsentation organisieren wir zusammen mit dem Columba, dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln. Ab dem 14. September 2021 wird es dort für 4 Wochen in Mikwa Columba zu sehen sein. Warum Mikwa? Das ist unser Museumsprojekt, das wir seit 2013 auf der anderen Rheinseite, und in diesem Falle liegt das genau hinter mir, in der Kölner Altstadt umsetzen. Wir haben es gerade eben schon gehört, unser LVR, jüdisches Museum im archäologischen Quartier Köln. Neben dem jüdisch-mittelalterlichen Viertel, das die Besucherinnen und Besucher zukünftig in einem spannenden archäologischen Rundgang am authentischen Ort erleben können, erzählen wir die jüdische Geschichte Kölns, auch für die folgenden Jahrhunderte, mit einem klaren Bezug zur heutigen Zeit. Und das ist uns ganz wichtig, denn dieser Leitgedanke, der Gegenwartsbezug und der Blick sowohl in unsere heutige Gesellschaft
als auch auf unser gegenwärtiges Zusammenleben mit den jüdischen Gemeinden. Schaffen erst das Verständnis zur Einordnung geschichtlicher Vorgänge. Diese sind auch elementar für die Aufklärung und Bildung unserer Jugend ganz wichtig, nämlich um Toleranz und Respekt sowie das überzeugte Gefühl der alltäglichen Selbstverständlichkeit eines gemeinsam gelebten Miteinanders zu schaffen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Hinter dieser auf den ersten Blick erstaunlichen Zahl stecken Geschichte und Geschichten, Tradition und Brüche, Orte und Denkmäler, Menschen mit ihren Biografien, berührende und gewohnte Gemeinsamkeiten, aber auch Ausgrenzung. Und mit diesen Schlagworten sind wir mitten im Thema und mitten in unserer Wanderausstellung, die all diesen Geschichten Raum gibt, sie in Text, Bild und Ton zeigt und dabei den wichtigen Bezug zu unserer heutigen Gesellschaft nicht aus den Augen verliert. Es ist unser aller Geschichte und Erinnerung, verbunden mit der Hoffnung auf eine gute gemeinsame Zukunft. Diese politische Botschaft wollen wir als Landschaftsverband Rheinland mit diesem Festjahr verbinden und ausdrücklich zum Ausdruck bringen. Frau Dr. Christiane Twiehaus, die ich auch hier an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen darf, unsere Expertin für jüdische Geschichte und Kultur, wird nach uns bzw. nach unseren Grußworten gleich fundiert einführen in die Themen unserer Ausstellung, die wir bereits in den letzten Monaten in der Alten Synagoge Essen und im Landeshaus unseres Schwesterverbandes in Münster zeigen konnten. Über die noch folgenden Stationen der Präsentation hinaus, und das sind unser LVR Niederrhein-Museum in Wesel sowie das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Dortmund, bemühen wir uns, die Ausstellung auch in das kommende Jahr zu verlängern und dann auch bundesweit wandern zu lassen. In diesem Projekt stecken nämlich sehr viel Arbeit und Herzblut. Und so hat es letztlich auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, dieses interessante und spannende Angebot möglichst vielen interessierten Menschen, insbesondere Schülerinnen und Schüler, zugänglich zu machen. Und gerade in diesem Bezug finde ich es schade, dass die Ausstellung just jetzt in den Sommerferien hier in Köln stattfindet. Und ich hoffe, dass wir sie im nächsten Jahr noch mal einmal hier an den Rhein holen können, vielleicht ins Rathaus, vielleicht ins LD-Haus. Schauen wir mal. Zusammen mit unseren Kultureinrichtungen sowie unseren Museen und deren Dauerausstellungen, wie auch mit den diesjährigen Projekten, setzt der Landschaftsverband Rheinland ein klares politisches Statement, indem wir das Festjahr mit erheblichen Eigenmitteln in Höhe von roundabout 650.000 Euro fördern und zudem die Fachexpertise unserer Mitarbeitenden des MIQA und des LVR-Kulturhauses Landsynagoge Rödingen einbringen. Daraus ist quasi eine ganze Projektfamilie entstanden. Mit einer wissenschaftlichen Fachtagung, mit Lesungen, Vorträgen, Social-Media-Aktivitäten und vielem mehr. Insgesamt mobilisiert der LVR über die Netzwerkarbeit und die Bundesförderung rund 1,4 Millionen Euro an eigenen Mitteln und Zuschüssen zugunsten des Festjahres 2021. Zu guter Letzt gestatten Sie mir, Dank zu sagen. Lieber Herr Lehrer, für die vielfältige Unterstützung unserer Projekte durch den Verein 321 und die Synagogengemeinde Köln, dankt Ihnen der Landschaftsverband ausdrücklich sehr. Die intensive Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Team des MIQA und Herrn Dr. Otten, ohne die vieles nicht zustande gekommen wäre, wissen wir durchaus sehr zu schätzen. Dem Team des MIQA LVR Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, wie auch den Mitarbeitenden des LVR
Kulturhauses Landsynagoge Rödingen möchte ich ebenfalls für die engagierte Vorbereitung aller Projekte danken. Auch wenn das MIQA in Köln noch nicht eröffnet ist, steckt das Museumsteam doch bereits mitten im Veranstaltungsbetrieb des Festjahres und leistet diesen neben der Arbeit an der zukünftigen Dauerausstellung. Schließlich gilt mein Dank unserem kompetenten Kooperationspartner, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, mit seiner LWL-Kulturstiftung, die diese heutige Ausstellung umfangreich gefördert hat. Liebe Frau Dr. Rischhoff-Patzinger, gerade beim Thema jüdische Geschichte und Kultur ist eine Zusammenarbeit unserer beiden Verbände besonders wichtig und ertragreich, was nicht zuletzt an den großen ausstellungsbegleitenden Programmen bei Ihnen in Westfalen und bei uns im Rheinland deutlich wird. Diese enge Verbindung sollte auch in Zukunft fortgesetzt werden. Last but not least möchte ich mich auch bei den weiteren Förderern und Kooperationspartnern bedanken, die diese Ausstellung ebenfalls ermöglicht haben. Da ist zunächst dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat zu danken, aber auch ganz besonders der Stadt Köln, der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, dem Leo Beck Institute New York Berlin sowie den Ausstellungsgestaltern Musealis, doch besonders dem gesamten Team um Andreas Feddersen. Uns allen darf ich abschließend noch eine weitergehende Verbesserung der Pandemielage wünschen. Derart, dass Kunst und Kultur wieder komplett und ohne Einschränkungen real erfahrbar und erlebbar werden und nicht nur digitale Wirkung entfalten. Und damit danke ich letztlich allen, die heute leider nur online dieser Eröffnung folgen konnten, und wünsche Ihnen und hoffe, dass Sie alle einen persönlichen Besuch dieser fantastischen Ausstellung in den nächsten 4 Wochen noch ermöglichen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kohlstein. Ich bitte jetzt die zweite Rednerin zum Rednerpult und begrüße herzlich Frau Dr. Barbara Rischhoff-Patzinger, LWL-Kulturdezernentin und Vorstandsmitglied der LWL-Kulturstiftung. Ja, guten Tag, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich freue mich auch, dass hier auch live einige Personen im Raum sind. Das ist ja immer schön, heutzutage Menschen zu sehen. Und ich möchte mich ausdrücklich den Begrüßungsworten von Frau Anne Henk-Holstein anschließen. Liebe Anne, herzlichen Dank dafür. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein, weil ich bin immer gerne in Köln. Ich habe hier viele Jahre studiert. Und aus Münster habe ich jetzt gleich mal diese Ausstellung mitgebracht. Die lief nämlich vorher bei uns im Landeshaus in Münster. Und es ist mir auch eine besondere Freude, heute hier beim Landschaftsverband Rheinland zu sein, denn wir arbeiten wirklich immer gerne zusammen. Wir haben schon mehrere Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht und es geht. Viele wundern sich darüber, aber Westfalen und Rheinländer und auch Lipper können gut zusammenarbeiten. Das haben wir hier wieder unter Beweis gestellt. Und ja, die Ergebnisse können Sie heute auch hier sehen. Und auch mit dem Verein 321 haben wir wunderbar zusammengearbeitet. Und uns war es immer wichtig, bei diesem Projekt die jüdische Kultur sichtbar zu machen. Und nicht nur in den großen Städten, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen und auch darüber hinaus. Und wenn man gemeinsam Projekte auf den Weg bringt, dann haben die einfach auch eine größere Sichtbarkeit. Und wie haben wir das in Westfalen-Lippe gemacht? Wir haben gesagt, ja gut, wir möchten gerne viele Menschen erreichen. Wir nehmen mal Geld in die Hand aus der LWL-Kulturstiftung. Wir haben praktisch das ganze Jahr oder den Förderschwerpunkt gesetzt, jüdisches Leben in Deutschland. Und wir waren so überwältigt von der Reaktion
die kam, dass wir gesagt haben, diese 500.000 reichen überhaupt nicht aus. Wir müssen mindestens 800.000 Euro in die Hand nehmen, um die ganzen Projektanträge, die gestellt wurden, auch befriedigen zu können. Wir haben die Projekte qualifiziert und so sind insgesamt 24 Projekte an den Start gegangen. Diese Projekte finden an 31 Orten statt und es gibt über 70 Veranstaltungen. Und natürlich waren alle besorgt, was ist mit der Pandemie, wie kann das funktionieren? Aber wir hatten ja schon gelernt und so sind die Projekte sowohl digital auch als hybride Veranstaltungen, aber auch als analoge Veranstaltungen geplant worden. Und bislang kam es zu Verschiebungen, ja, aber es ist noch kein einziges Projekt überhaupt abgesagt worden. Und das ist erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Darüber freuen wir uns sehr. Und uns war es wichtig, nicht nur die schlimmen, grausamen Zeiten in den Blick zu nehmen, sondern auch die Fröhlichkeit des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur in den Vordergrund zu stellen. Und so gibt es in diesem Jahr Liederabende. Man kann jüdische kulinarische Köstlichkeiten probieren. Man kann Klanginstallationen erleben. Man kann Filme sehen. Alles das ist möglich. Und für uns steht im Fokus natürlich immer die Begegnung. Und deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass alle 11 jüdischen Gemeinden in Westfalen-Lippe sich an diesem Jahr beteiligen, mitmachen, Teil der Projekte sind, sodass die Begegnung auch realisiert werden können. Und ein wichtiges Herzstück dieses ganzen Jahres ist jetzt auch unsere gemeinsame Wanderausstellung, die wir hier heute auf den Weg geben und die hier heute auch in Köln zu sehen ist. Aber es gibt andere Veranstaltungen wie das Laubhüttenfest, was im September stattfinden wird, wo jüdische und christliche und hoffentlich auch andere Religionsgemeinschaften gemeinsam eine Laubhütte aufbauen. Das ist in ganz Deutschland findet dieses Ereignis statt und wir hoffen auf zahlreiche Begegnungen und wir hoffen natürlich auch darauf, dass die Pandemie uns das möglich machen wird. Oder eine Sonderausstellung im Preußenmuseum in Minden mit der Frage jüdisch, preußisch oder was? Weil wir müssen aufklären und wir müssen lernen, wie wir gut miteinander umgehen und wir müssen eine gewisse Leichtigkeit auch dabei erlangen. Und dann sind wir wieder schon bei dieser Ausstellung hier, bei der jetzigen Wanderausstellung. Ich sagte schon, ich habe sie praktisch aus Münster mitgebracht und ich möchte Ihnen einige Eindrücke mitbringen oder mitgeben, wie die Besucherinnen und Besucher auf diese Ausstellung in Münster reagiert haben. Wir haben sie am 5. Mai eröffnet. Natürlich noch in der Hochphase der Pandemie. Die Zahlen gingen zwar allmählich runter, aber wir haben gedacht, naja, wir können eigentlich gar keinen in die Ausstellung reinlassen. Wir haben strengstes Sicherheitsvorkehrungen getroffen, ein strenges Hygienekonzept aufgestellt, immer nur eine Person jeweils in einen Kubus gelassen. Wir haben das Ganze intensiv beaufsichtigt und trotzdem haben in Münster und Umgebung, also in Münster selber, beziehungsweise auch die Veranstaltung, mehr als 700 Menschen besucht. Das finden wir in Pandemiezeiten wirklich eine großartige Zahl und freuen uns da sehr, sehr drüber, dass das gelungen ist. Die jüngste Besucherin war ein Baby, haben wir natürlich nicht mitgezählt. Die älteste Besucherin war 86 Jahre alt, sie hat uns ihr Alter verraten. Die kleinste erwachsene Person war 1,50 Meter. Das wissen wir, weil sie gesagt hat, die Gucklöcher finde ich toll, aber ich kann leider nicht reinschauen. Die sind nämlich 1,63 Meter Höhe. Und dann hat sie den Vorschlag gemacht, ob es nicht möglich wäre, versenkbare Trittstufen in die Kuben einzubringen. Die durchschnittliche Verweildauer war vielleicht eine halbe Stunde. Es gab Leute, die sind 10 Minuten durchgegangen, weil andere Leute schon in der Schlange standen und sich die Ausstellung anschauen wollten. Aber es gibt auch Personen, die waren über eine Stunde in jedem Kubus. Und es kamen Menschen, die sind mehrfach wiedergekommen, um sich die Dinge anzuschauen. Somit kann man sagen, auch an der ersten Station in Essen war ja auch nur ein eingeschränkter Zugang zur Ausstellung möglich. In Münster konnten wir schon lockern. Und das Interesse war wirklich sehr, sehr groß. Der WDR hat das Ganze begleitet und wir haben uns so über diesen Erfolg schon gefreut. Und jedes Mal, wenn ich durchs Landeshaus ging, habe ich gesehen, dass Menschen von außerhalb teilweise schon Schlange standen,
um dieses Projekt, um diese Ausstellung zu sehen. Und ich möchte Ihnen gerne ein Zitat vorlesen, weil wir haben auch Mails bekommen, da stand drin, können Sie uns vielleicht eine Zeit sagen, wann können wir in die Ausstellung kommen? Wann ist es vielleicht nicht so voll, damit ich mehr Zeit habe, mir das Ganze anzuschauen? Wir haben dann natürlich Tipps gegeben, wann das möglich ist. Und diese Frau schrieb Folgendes. Zitat. Danke nochmal für die hilfreichen Infos. So konnte ich mir in Ruhe diese beeindruckende Ausstellung ansehen und auf mich wirken lassen. Respekt, Achtung, Mahnung, Scham und hoffentlich auch Stärkung im Kampf gegen den alltäglichen Antisemitismus. Die Videos und Lieder im letzten Kubus und die Kinder und ihre Aussagen haben mich lächeln lassen und gleichzeitig tief berührt. Und wenn das bei den Menschen ankommt, bei Ausstellungen, die konzipiert worden sind, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ich wünsche dieser Ausstellung hier in Köln mindestens so viel Erfolg, wie die Ausstellung in Münster gehabt hat. Ich möchte mich ganz herzlich auch beim Team bedanken, dass diese Ausstellung realisiert werden konnte. Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit bedanken und hoffe auf viele weitere Projekte und wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Barbara Rüschow-Partzinger. Jetzt darf ich als dritten Redner begrüßen Herrn Abraham Lehrer. Er ist der Vorsitzende der Synagogengemeinde Köln und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Abend, Herr Lehrer. Guten Abend. Verehrte Frau Vorsitzende Herrn Kolstein, sehr verehrte Frau Kulturdezernentin Dr. Rüschow-Partzinger, liebe Frau Dr. Twiehaus, ein Hallo an die Runde der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Gesprächsrunde und verehrte Damen und Herren an den Monitoren. 321 bis 2021, ein Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, tatsächlich aber hier in Köln. Mit dem Edikt von Kaiser Konstantin ist belegt, dass jüdische Menschen seit 1700, vielleicht sogar seit 1800 Jahren in der Region, die wir heute Köln nennen, leben und gelebt haben. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ist dieses Festjahr nicht unumstritten. Feiern wir die Verfolgung und Ermordung von Juden und Jüdinnen über die Jahrhunderte? Sicherlich nicht. Wir vom Verein wollen jüdische Geschichte und jüdisches Leben darstellen. Die fröhlichen und glücklichen Zeiten, die Koexistenz und das friedliche Nebeneinander durch diese Jahrhunderte. Meine Eltern waren Überlebende der Shoah und haben mich und meine Schwester mit diesen Geschehnissen großgezogen. Ich will und kann die Gräuel des Holocaust nicht verdrängen oder gar vergessen. Aber das sich entwickelnde und florierende Judentum in Deutschland hat es verdient, von unserer Gesellschaft kennengelernt zu werden. Unsere Entscheidung ist daher verständlich, nicht nur in Köln zu agieren, sondern im gesamten Bundesgebiet. Der Verein hat sich 2018 mit dem Ziel gegründet, das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu starten, Menschen und Institutionen anzusprechen und für unsere Idee zu gewinnen. Aus diesem Gedanken heraus ist ein Verein entstanden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, jüdische Geschichte und jüdisches Leben zu zeigen. Was heißt das? Wir haben natürlich Leuchtturmprojekte, wie zum Beispiel die Auftaktveranstaltung mit unserem Bundespräsidenten Dr. Steinmeier, der es sich nicht hat nehmen lassen, trotz Pandemie nach Köln zu reisen und eine Ansprache zur Eröffnung des Festjahres in unserer Synagoge zu halten. Was ist unser Ziel und wie erreichen wir es? In möglichst zahlreichen Städten sollen viele Veranstaltungen stattfinden. Die Menschen sollen die Gelegenheit bekommen, sich über jüdisches Leben zu informieren und ganz wichtig,
das ohne die üblichen Vorurteile. Voraussichtlich werden es etwa 1500 Projekte sein. Die Zahl mag am Ende des Festjahres doch ein wenig kleiner ausfallen. Corona geschuldet sind viele Projekte verschoben oder gar ganz abgesagt worden. Es ist uns jedoch gelungen, das Festjahr bis Juni 2022 zu verlängern, sodass alle die Chance erhalten, ihre Veranstaltungen nachzuholen. Was sind dies für Veranstaltungen? Der menschlichen Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Ein Chor mit Liedern von unbekannten jüdischen Dichtern, ein Sextett, ein ganzes Orchester, die Stücke von jüdischen Komponisten spielen, eine Schule, die sich mit jüdischen Pädagogen auseinandersetzt, Vorträge, die einen Überblick über Wissenschaftler oder Politiker geben, die sich zum Judentum bekannt haben. Über den Internetauftritt des Vereins haben Sie Zugriff auf eine Liste aller bei uns gemeldeten Events. Die Zahl von 1500 Veranstaltungen, von denen ich gesprochen habe, kommt durch die Beteiligung vieler Menschen und Institutionen zustande. Durch die Unterstützung des Bundes konnten wir Projektpartnern eine finanzielle Förderung anbieten. Um die vielen Anträge prüfen und beurteilen zu können, wurde eine externe Jury berufen, die in drei ganztägigen Runden Hunderte von Anträgen gelesen, diskutiert und bewertet hat. Viele Institutionen wie Kirchen, Verbände, Volkshochschulen oder Universitäten sind genauso beteiligt wie die ganz, ganz vielen kleinen Vereine. Dies ist uns sehr wichtig, weil gerade die Beteiligung vieler unterschiedlicher Veranstalter die Möglichkeit eröffnet, unser Anliegen breit in der Bevölkerung zu streuen. Es sollen möglichst viele Menschen die Gelegenheit haben, jüdische Themen kennenzulernen. Auch gibt es sehr viele Projekte, die nicht finanziell gefördert werden, sondern die sich dem Festjahr mit einer Veranstaltung anschließen und in den Veranstaltungskalender des Vereins aufgenommen werden wollen. Es ist immer wieder beeindruckend, wie kreativ die Projekte konzipiert und umgesetzt werden. Wenn wir mit all dem Beschriebenen erreichen, dass in der Zukunft es nicht notwendig sein wird, unsere Einrichtungen permanent unter Polizeischutz zu stellen oder die angebotenen Informationen zu weniger Vorurteilen führen, alte Ressentiments abgebaut werden und damit auch weniger Antisemitismus bestehen wird, dann haben wir einen großen Schritt in eine bessere Zukunft gemacht. Jedem von uns ist mittlerweile klar, dass der Antisemitismus in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Und unser Festjahr ist auch ein Versuch, durch Prävention dem etwas entgegenzusetzen. Aber nun, verehrte Damen und Herren, wird es höchste Zeit für mich, zur heutigen Wanderausstellung zu kommen. Die beiden Landschaftsverbände haben sich zusammengetan und ein gemeinschaftliches Programm zum Festjahr besprochen und beschlossen. Ich darf Sie, Frau Henk-Holstein, und Sie, Frau Dr. Rischhoff-Partzinger, beglückwünschen, so gehandelt zu haben. Die Programmpunkte, die Sie zusammengestellt haben, sind beachtenswert und besuchenswert. Vorträge oder praktische Präsentationen, Aktivitäten in den Social Media wie auf Instagram, Hashtag Landsynagoge, wir haben schon davon gehört, Lesungen während der Lit Cologne, Exkursionen in Kooperation mit den Hochschulen in NRW und eine Fachtagung zu jüdischem Leben in der Geschichte bis hin zur Gegenwart. Der Höhepunkt dieser Liste ist eine Ausstellung, die gemeinschaftlich von Mikwa und Columba konzipiert und im September im Columba-Museum gezeigt werden wird. Etwa 100 Leihgaben
vor allem aus dem Ausland, werden zu unterschiedlichen Zeiten den Besuchern präsentiert. Das i-Tüpfelchen dieser Leihgaben wird das Originaledikt von Kaiser Konstantin aus dem Jahr 321 sein, welches aus den Vatikanarchiven nach Köln gebracht und für etwa 6 Wochen im Columba ausgestellt sein wird. Ich möchte dem Landschaftsverband Rheinland, verehrte Frau Henk-Holstein, Ihnen persönlich, aber auch Frau Twiehaus und Herrn Otten, unserem Ministerpräsidenten Laschet und Kardinal Wölki für ihren besonderen Einsatz danken, dieses einzigartige Exponat erreicht bzw. erhalten zu haben. Die heute eröffnete Ausstellung berichtet Lebensläufe von Jüdinnen und Juden aus Deutschland, ausgehend von Köln, den Blick jedoch auf Deutschland und Europa ausdehnend. Otto Normalverbraucher ebenso wie VIPs. Von den Begebenheiten einzelner Personen wird auf die eigentliche geschichtliche Betrachtung abstrahiert. Jüdische Geschichte wird mittels jüdischer Einzelschicksale erzählt. Ein simples, aber wunderbar zielführendes Konzept. Ich wünsche der Ausstellung ganz viele Besucher. Besucher, die sich mit den dargestellten Menschen beschäftigen und ihre Geschichte in sich aufnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lehrer. Vielen Dank auch dafür, für das Engagement, den Verein 321 vor mittlerweile 3 Jahren gegründet zu haben. Ich begrüße die letzte, vierte Rednerin dieses Abends, Dr. Christine Twiehaus. Sie ist die Leiterin der Abteilung für jüdische Geschichte und Kultur in Mikwa und wird uns jetzt 15 Minuten ungefähr durch die Ausstellung führen, uns erklären, worum es in der Ausstellung geht. Guten Abend. Hallo. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute hier im Landeshaus, werte Zuschauende, die uns heute digital zugeschaltet sind. Ich habe die große Freude, nun zum zweiten Mal in die Wanderausstellung Menschenbilder, Orte kurz einzuführen. Daher bitte ich bei eventuellen Wiederholungen um Nachsicht. Nicht weit von hier, auf der anderen Rheinseite, genau hinter mir, hängt im Besprechungsraum des Mikwa ein großer weißer Zettel. Auf ihm haben die Kuratorinnen und Kuratoren des Mikwa notiert, welche Leitgedanken die Dauerausstellung zur jüdischen Geschichte und Gegenwart im zukünftigen Museum verfolgen soll. Dort steht als erstes keine Schubladen. Dort steht als zweites die Vielfalt des jüdischen Lebens abbilden. Und dies sind auch zwei der Leitgedanken, die uns in der Planung der Ausstellung, die wir heute erneut eröffnen, zugrunde lagen. In Schubladen zu denken, also Vorstellungen, die ohne zu hinterfragen übernommen und dann verschlossen werden, mag erstmal ganz bequem sein, weil man sich nicht weiter damit beschäftigen muss und das eigene Weltbild vermeintlich strukturiert ist. Dies führt aber nicht nur zu Missverständnissen, Distanz und Engstirnigkeit, sondern auch zu undifferenzierten Bildern, Vorstellungen von Jüdischsein oder von den Juden und gebiert Stereotypen und Vorurteile, die zum Teil seit Jahrhunderten aktuell sind. Dass jüdisches Leben vielfältig ist, unterschiedlich, liberal und orthodox, bunt, städtisch und ländlich, queer und vor allem gegenwärtig, das möchten wir vermitteln. Wir möchten auffordern, die Schubladen zu öffnen und zu hinterfragen und jüdisches Leben in seiner Pluralität zuzulassen. Wir möchten einladen, offen zu sein und die lange, sehr wechselvolle jüdische Geschichte und Gegenwart mit seinen Kontinuitäten und Brüchen auf dem Gebiet, was heute Deutschland ist, kennenzulernen. Nur über Offenheit, ehrliches Interesse und vor allem Respekt und Toleranz für unsere diverse, plurale Gesellschaft erreichen wir ein zukunftswürdiges Miteinander. Ich möchte Ihnen anhand einiger, vor allem Kölner Beispiele, wir sind in Köln, einen Einblick in unsere Ausstellung geben, in die Themen, aber nicht allzu viel verraten, denn wir wünschen dieser Ausstellung viele interessierte Besucherinnen und Besucher und laden diese zum Entdecken, zum Fragen und Hinterfragen und zum Austausch ein. Die Ausstellung verteilt sich auf 4 begehbare Kuben, denen jeweils ein Oberthema zugeordnet ist. Wir nähern uns thematisch und nicht enzyklopädisch oder gar chronologisch.
Sie wirft anhand von persönlichen Geschichten einzelner Menschen sowie zahlreicher Ereignisse an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und Deutschland Schlaglichter auf das jüdische Leben seit dem Jahr 321 bis heute. Jeweils 4 Medienstationen präsentieren die Inhalte mittels Abbildung, Film sowie animierten und virtuellen Formaten. Der Kubus Recht und Unrecht. Bis heute erleben Jüdinnen und Juden immer wiederkehrendes Unrecht, werden ausgegrenzt, verfolgt, getötet. Themen in diesem Kubus sind etwa die Massaker an den jüdischen Gemeinden während der Pest im 14. Jahrhundert, die Ausweisung aus den Städten und die Shoah. Es wird erzählt, wie sich neue Gemeinden bildeten, welche Möglichkeiten es gab, die jeweiligen Berufe auszuüben, aber auch wie Heimat eine Rolle spielt. Auch Zeiten der Gleichberechtigung, Phasen, in denen Religion keine Rolle spielt, werden vermittelt. Ein Beispiel. Das sogenannte Kölner Judenprivileg von 1266 ist eine in Stein gehauene lateinische Urkunde. Sie beinhaltet die Rechte der jüdischen Bevölkerung unter Erzbischof Engelbert II. Von Falkenburg. Trotz mehrerer Standortwechsel steht es bis heute im Kölner Dom im nördlichen Chorumgang. Im Privileg geregelt sind unter anderem Bestattung, Zollbestimmung und die Geldleihe. Dem Friedhof kommt ein beträchtlicher Teil des Textes zu. Was auf den ersten Blick verwundern mag, ergibt sich jedoch aus der Stellung der Kölner Gemeinde im Mittelalter. Als Ort mit eigenem Friedhof ist er Zentrum für insgesamt 40 jüdische Niederlassungen in der Umgebung und Ort des jüdischen Gerichts. Es ist die Kahal Kolonia. Ein Wissen, was sich nicht durch das Studium der lateinischen erzbischöflichen Quellen unmittelbar ableitet, sondern durch einen kundigen Blick in die hebräischen Schriften der Zeit erst deutlich wird. Ein sehr eindrückliches Bild auf der Außenseite des Kubus zeigt Fritz Deutsch. Er wird 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Von dort überlebt er knapp die Todesmärsche am Ende des Krieges. Schwer gezeichnet kehrt er nach Köln zurück. Die Arbeit als Goldschmied hilft ihm, wieder Fuß zu fassen. In den 60er Jahren ist er Fachlehrer für Goldschmiedekunst an den Kölner Werkschulen. Er verewigt sich mit prominenten Stücken wie durch die Mitarbeit an der Kölner Bürgermeisterkette und der Deutschen Meisterschale des DFB. Er fertigt auch Objekte für die Torarollen der Synagogengemeinde Köln, Kronen, Schilder und Zeiger. Sie finden bei der Wiedereröffnung der Synagoge in der Rundstraße 1959 Verwendung. Der Kubus Leben und Miteinander. Hier wird insbesondere das Zusammenleben von Jüdinnen und Juden und Christinnen und Christen im Laufe der Jahrhunderte thematisiert. Mittels archäologischer Funde und Befunde aus dem spätmittelalterlichen jüdischen Kölner Viertel etwa kann der Alltag und das Miteinander erzählt werden. Das jüdische Leben heute wird insbesondere durch Projekte verschiedener Träger repräsentiert und der wachsende und immer offenere Antisemitismus thematisiert. Der Winter 1783-1784 ist geprägt von extremer Kälte. Im Februar schmilzt das Eis auf den Flüssen und verursacht in ganz Europa Hochwasser. Besonders stark trifft es Köln mit einem Pegel von über 13 Metern. Die Stadt am Rhein wird durch Überschwemmung verwüstet. Dennoch oder gerade deswegen helfen sich die Menschen gegenseitig aus und ignorieren meist jegliche Konfession. Der Kaufmann Mendel Nathan aus Mülheim verfasst, wenige Monate nach dem Hochwasser, einen Bericht auf Jiddisch. Dort schildert er nicht nur die Katastrophe, sondern erwähnt den Zusammenhalt der Menschen. Zitat. Am Tag des heiligen Schabbat in der Früh sind Fremde durch die Dachspitze in mein Haus gekommen und haben auf meinen Dachboden eingeschlagen. Und mit Hilfe des Ewigen kochen wir mit Frau und Kindern von Haus zu Haus. Und wir haben uns durchs Fenster gelassen und sind unversehrt und mit Hilfe des Ewigen in das Haus von Meir Katz gekommen. Zitat Ende. 2018 wird Keshet Deutschland gegründet und setzt sich als bundesweit einzig queer-jüdischer Verein für die Interessen und Bedürfnisse der jüdischen LGBTQI-Communities ein. Im Rahmen von queeren Schabbatfeiern und anderen Feiertagsveranstaltungen sowie Seminaren gibt Keshet queeren Jüdinnen und Juden jeden Alters einen Raum, ihre Identität zu leben. Die Maccabi World Union ist ein internationaler jüdischer Sportverband. Gegründet 1921, in dem ca. 400.000 Mitglieder aus 65 Ländern organisiert sind. Der Name Maccabi für einen jüdischen Turn- und Sportverein in Deutschland erschien 1923 das erste Mal bei der Erstgründung
vom FC Maccabi Düsseldorf. 2021 finden die Maccabi Deutschland Games vom 2. bis 5. September in Düsseldorf statt. Teilnehmen können jüdische und nichtjüdische Sportlerinnen und Sportler der Maccabi Ortsvereine aus dem gesamten Bundesgebiet und dem deutschsprachigen Umland. Kubus, Religion und Geistesgeschichte. Erzählt wird etwa von der jüdischen Aufklärung der Haskalah und von der Entwicklung neuer Strömungen im Judentum. Darüber hinaus werden grundlegende Schriften mit ihren Funktionen besprochen, sowie ein Überblick zu Themen wie Synagoge, Konversion und Lebensstation angeboten. David Levi Elkan, Sohn eines Kölner Privatlehrers, gilt im 19. Jahrhundert als einer der renommiertesten Lithografen seiner Zeit. Seine Arbeiten erinnern an mittelalterliche Miniaturen und finden großen Anklang auch weit über Köln hinaus. Die katholische Kirche und der Zentraldombauverein gehören zu seinen wichtigsten Auftraggebern. Er zählt zu den ersten Mitgliedern des Vereins. Aber auch Karnevalsvereine, das Wallraf-Richartz-Museum und die Stadt Köln engagieren ihn. Elkan ist Mitglied des Kölner Arbeitervereins und engagierter 1848er. Er ist aktiv im Vorstand der jüdischen Gemeinde tätig und setzt sich insbesondere für die Gleichstellung der Juden in Preußen ein. Trotzdem sind nur wenige Werke mit jüdischer Thematik bekannt. Dazu gehört das Titelblatt der Pessach-Haggadah von Isaac Offenbach. Außen auf diesem Kubus ist ein Bild dieser Haggadah gedruckt. Der Vater des berühmten Komponisten Jacques Offenbach, Jakob, war im 19. Jahrhundert Kantor der jüdischen Gemeinde in Köln. 1838 veröffentlichte er in der Domstadt eine Neubearbeitung der Haggadah, jener traditionsreichen Schrift, die Jüdinnen und Juden in aller Welt seit Jahrhunderten zum Pessachfest lesen. Offenbach versieht dieses Werk nicht nur mit eigenen Kompositionen, übersetzt den hebräischen Text auch ins Deutsche und macht ihn so für jedermann zugänglich. Seine Kommentierungen zum traditionellen Text sind auch eindrückliche Zeugen dieser Zeit, in der um die Emanzipation der Juden gerungen wird. Ein langer Prozess, der erst 1871 abgeschlossen ist. In seiner Haggadah bezieht Offenbach auch Stellung gegen Vorurteile, die diesen Prozess begleiten. Kubus Kunst und Kultur. Dieser Kubus beleuchtet insbesondere rituelle und kulturelle Bereiche. Feiertage mit ihren Riten und Symbolen werden erklärt, aber auch Kunst, Musik und Unterhaltungskultur beleuchtet. Superhelden kämpfen gegen das Böse und Graphic Novels bieten einen neuen Zugang zur jüdischen Geschichte und Gegenwart. Die Schöpfer von Batman, Superman und Captain America sind Söhne jüdischer Osteuropäer, die in die Vereinigten Staaten von Amerika einwandern. Die Protagonisten stehen für patriotische und vorbildliche Amerikaner, die gegen das Böse antreten. Superman kämpft noch vor dem Krieg gegen die Nationalsozialisten. Zu den bekanntesten Graphic Novels, die jüdische Geschichte und Tradition aufgreifen, zählen die Werke des Franzosen Joan Sfar, die Katze des Rabbiners, und Art Spiegelmans Maus, der als erster die Shoah in diesem Medium thematisiert. Klezmer gilt als die jüdische Musik schlechthin. Sie entstammt einer Volksmusiktradition aus Osteuropa und wird insbesondere bei Feiern gespielt, fröhlich, lebendig, mitunter tragisch. Mit Giora Veitmann feiert Klezmer seit den 1970ern ein Revival und wird zur Weltmusik, herausgelöst aus dem eigentlichen jüdischen Kontext. Dennoch ist jede Musik, die von Juden und Jüdinnen gemacht wird, automatisch Klezmer und jüdisch. Musikrichtungen aller Art stehen jedermann offen, unabhängig von der Religion. So zeigt der Ausstellungskubus rechts neben dem Eingang ein Bild von Giora Veitmann und links Kobi Fachi, den Sänger der israelischen Metalband Orphaned Land. Orphaned Land singt für alle, egal welcher Religion, Herkunft oder sexuellen Ausrichtung. Man, Child and Woman, all are one, I sing before you all. Und ein letzter Blick über den Rhein zum Dom. In der christlichen Kunst wird Moses manchmal mit Hörnern auf dem Kopf dargestellt, wie etwa bei der Skulptur am Westportal des Kölner Doms oder bei der berühmten Monumentalstatue von Michelangelo in Rom, in San Pietro in Vincoli. Schuld ist ein Übersetzungsfehler. In der Tora wird beschrieben, wie Moses vom Berg Sinai hinabsteigt. Dabei fehlt ein hebräisches Wort, Karan. Moses Angesicht strahlte, als er hinabstieg. Die erste lateinische Übersetzung der Tora übertrug leider Keren bzw. Karan falsch mit, Moses hatte Hörner. Dieses sind nur einige wenige Beispiele aus einer vielfältigen Darstellung von Menschenbildern, Orten,
mit Musik und Interviews, mit Rekonstruktion mittelalterlicher jüdischer Viertel, mit Fragen und Antworten, mit jüdischer Geschichte und viel jüdischer Gegenwart. In der sich nun anschließenden Gesprächsrunde lernen Sie ebenso Protagonisten und Beteiligte der Ausstellung kennen. Ich spreche heute hier auch im Namen meiner drei Mitkuratorinnen. Alle sind heute hier auch anwesend, was mich besonders freut, und möchte mich nun am Schluss erneut bei Ihnen sehr nachdrücklich für Ihren Einsatz, Ihre vielen wunderbaren Ideen und vor allem für Ihre Sicht der Dinge bedanken. Frau Dr. Laura Cohen, Frau Franziska Gradl und Frau Charlotte Pinon, ich danke euch und ich danke Ihnen, dass Sie heute dabei sind. Merci. Vielen Dank, Frau Twiehaus. Ich freue mich sehr, jetzt die Gesprächsrunde eröffnen zu dürfen. Wir haben jetzt 45 Minuten Zeit, um über jüdisches Leben heute zu sprechen, aber vielleicht auch ein bisschen über jüdisches Leben in der Geschichte. Und ich begrüße als allererstes meine Gäste. Ich begrüße Dalia Greenfeld. Sie ist die Co-Vorsitzende von Keshet Deutschland. Frau Twiehaus hat Keshet Deutschland auch eben gerade schon erwähnt. Wir sprechen gleich darüber, was Keshet Deutschland ist. Aaron Knappstein, Präsident des Karnevalvereins Kölsche Kieper Köp. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Dr. Laura Kohn, wissenschaftliche Referentin und Projektkoordinatorin des Festjahrs im MIQA LVR Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln. Herzlich willkommen. Und Rafi Rotenberg, Vorstandsvorsitzender der jüdisch-liberalen Gemeinde Köln. Und an meiner linken Seite Shira Rademacher. Sie ist Lehrerin für jüdische Religionslehre. Hi, ich bin Mirna Funk, nur falls Sie später dazugeschaltet haben. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Wir haben uns gleich am Anfang darauf geeinigt, dass wir uns duzen werden. Also nicht überraschen, wir duzen uns jetzt, damit die Runde ein bisschen offener wird. Die erste Frage, die ich habe: Wusstet ihr im Jahr 2019, dass 2021 ein Festjahr für jüdisches Leben in Deutschland sein wird? Können wir alle gleichzeitig antworten, damit es nicht peinlich wird? Ja, du fängst an einfach. Nein, wusste ich wirklich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe jüdische Studien im Nebenfach studiert, aber ich habe gerade auch im Vortrag gelernt, ich hätte wohl besser aufpassen sollen in der Uni in Heidelberg. Nein, ich wusste es wirklich ehrlich gesagt nicht. Ab wann hast du es erfahren? So ein Jahr, eineinhalb vorher, als ich mitbekommen habe, dass ein Verein gegründet worden ist und dass es eine Auftaktveranstaltung geben wird und einfach Programm und man sich anfangen soll, Gedanken zu machen, wie man das denn inszenieren würde, und ich nach meiner Meinung gefragt worden bin, so ein bisschen. Mhm. Was mich aber auch gefreut hat, also, dass man immer dazulernen kann. Mhm. Ich wusste es zwar, ja, weil die Zahl 321 begegnet uns natürlich immer wieder im Unterricht, aber dass es als Fest ja wirklich begangen wird, das habe ich auch erst mit der Gründung des Vereins mitbekommen und fand das direkt ganz toll. Ja. Raffi? Ja, ich muss gestehen, ich wusste es auch nicht. Nee, ist okay, ich wusste es auch nicht. So ist es, aber kurz bevor der Verein gegründet wurde, habe ich es mitbekommen. Ich glaube, dass wir in Köln da vielleicht einen kleinen Vorsprung an der einen oder anderen Stelle hatten, und ich wusste es, aber die Größe, die das Ganze, das Ausmaß, das war mir zu dem Zeitpunkt definitiv nicht bewusst und hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also ich wusste es schon dann so ab Sommer, weil ich dann ja tatsächlich auch ganz konkret da reingeraten bin, wenn man so will. Also ich war ja von Anfang an einfach bei allen Projekten involviert, und wir haben ab Dezember angefangen, auch wirklich dann für die Wanderausstellung, aber für alle anderen Veranstaltungen zu planen. Aber ich bin auch, sagen wir mal, fachfremd dazugekommen. Ich bin ja eigentlich Kunsthistorikerin, und dann ist es aber, hat sich das so gut ergeben, eben auch zeitlich und auch vom Interesse her, und dann dieses Festjahr, und das ist einfach, ja, ich wusste es dann schon ab Sommer. Du spielst ja eine große Rolle natürlich jetzt als Projektkoordinatorin für diese Wanderausstellung. Und mich würde, und deswegen geht jetzt auch die erste Frage an dich, mich würde interessieren, mit welchem Anspruch und mit welcher Hoffnung du die Ausstellung konzipiert hast. Also wir haben das ja gemeinsam im Team konzipiert, und das wurde auch bei den Grußworten auch schon ganz häufig angesprochen, dass wir natürlich hoffen, dass man jüdisches Leben vermittelt, dass man auf das Thema sensibilisiert, dass einfach, je häufiger man sozusagen damit in Berührung kommt, dass es dann
ein zu einem natürlichen und selbstverständlichen Bestandteil wird der Gesellschaft. Mhm. Also, dass es eben nicht so dieses Exotische daneben ist, so, das ist das jüdische Leben irgendwie. Ich habe da auch immer noch so einen Artikel oder so ein Cover im Kopf, tatsächlich von einem bekannten Magazin. Ah ja, genau. Das haben wir auch nicht alle. Leben, so eben, ja, wo man dann denkt, das ist exotisch und das ist irgendwie so, und das ist es nicht. Und wir wollen eben zeigen, wie vielfältig es ist. Wir wollen aber auch einfach aufklären und vermitteln. Und ja, im Grunde geht es darum, für dieses Thema zu sensibilisieren, bis es irgendwann vielleicht hoffentlich nicht mehr nötig ist, so ein Festjahr zu machen, weil es dann angekommen ist. Aaron, sag mal, was bedeutet für dich eigentlich jüdisches Leben in Deutschland heute? Oh, wie viel Zeit haben wir? Nee, ich, 45 Minuten. Ich meine, wir sind ja geprägt auch durch dieses Jahr und ich bin auch geprägt in der letzten Zeit sehr von meiner Arbeit bei den Kippa-Köp und was das alles so mit sich gebracht hat. Und ganz ehrlich, die letzten anderthalb, zwei Jahre vielleicht haben sehr, sehr viel verändert. Also es ist viel, viel mehr Lebendigkeit in dieses jüdische Leben eingetreten. Also das empfinde ich so. Das empfinde ich bei mir so und bei ganz, ganz vielen Menschen um mich herum, jüdischen Glaubens, die ja nach außen und in die Gesellschaft viel lebendigeres Judentum tragen. Und das finde ich wunderbar. Also das merke ich, dass das bei mir eine Veränderung gebracht hat. Und diese Bedeutung, die das da für mich gewonnen hat, ist eine ganz wunderbare Bedeutung. Das freut mich, dass es so gekommen ist. War das für dich auch, also dieses Fest ja auch nochmal so eine Erinnerung und wie so ein Zurückkehren zu der Tatsache, ja krass, also irgendwie gibt es sozusagen jüdisches Leben ja schon ganz, ganz lange hier und man denkt da ja offen, also selber gar nicht so viel drüber nach und ist das wie so ein, vielleicht auch wie so eine neue Bezugnahme. Ah ja, ich bin jetzt hier, ich bin Teil von dieser alten Geschichte. Ich glaube, dass ganz viele Jüdinnen und Juden das eigentlich wissen und dass ihnen das schon auch vorher bewusst war. Aber natürlich, gerade in Deutschland gibt es halt eine Zeitreduzierung, was jüdisches Leben oft angeht. Und ich glaube, dass es da eben für uns als Jüdinnen und Juden, aber eben auch für die nichtjüdische Gesellschaft ganz wichtig war, in diesem Jahr nochmal zu zeigen und zu sehen, dass es viel, viel mehr war. Und ich habe das in einem ganz wunderbaren Beispiel jetzt im Schwäbischen erlebt, wo meine Schwiegereltern leben. Und da bin ich dann angesprochen worden, ob ich da einen Vortrag über Karneval halten soll. Da habe ich mich erst gefragt, wer kommt denn da? Ne? Und da kamen halt ganz viele Leute und das war ganz wunderbar zu sehen, weil sie verstanden haben, dass es mehr um jüdisches Leben geht und dass es nicht nur um Shoah und nicht nur um Antisemitismus geht, was sowieso Teil von uns ist, was wir wissen und kennen als Jüdinnen und Juden, aber dieses jüdische Leben dann woanders hinzutragen, das ist etwas, was dieses Jahr sicherlich nochmal ganz besonders schafft, ja. Raffi, du bist der Vorstandsvorsitzende der liberalen Gemeinde in Köln. Wenn wir so über Pluralität sprechen von jüdischem Leben, dann fällt mir ganz oft auf, die wenigsten wissen eigentlich, dass das liberale Judentum in Deutschland entstanden ist, vor so rund 200, 250 Jahren. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Ja, wie du schon sagtest, liberale Judentum entstand vor ca. 200 Jahren, inspiriert durch die Aufklärung und die Emanzipationsbewegung der Juden. Und da entstanden Synagogen und Lehrhäuser und ganz viele sehr prominente Synagogen. Vor der Shoah war zum Beispiel das liberale Judentum in Deutschland Mainstream. Die meisten deutsche Juden waren liberal, so wie auch meine Familie. Ich stamme auch aus einer liberalen Familie. Mein Urgroßvater war der Hauptkantor in der Hauptsynagoge in München. Und die war natürlich liberal. Das war die große Synagoge. Auch hier in Köln, die große Synagoge in der Rohnstraße, war die liberale Synagoge. So dass manche denken heute,
dass das liberale Judentum eine Modeerscheinung ist oder was Neues. Das ist es nicht. Mhm. Das möchte ich auch sehr aktiv sein, um das liberale Judentum wieder aufleben zu lassen in Deutschland. Wie es, weiß nicht, ob ich es erlebe, dass es so wird wie vor der Shoah. Ja. Aber die Richtung möchte ich schon vorgeben, dass das mein Ziel, meine Passion ist, das zu ermöglichen. Das liberale Judentum ist ein sehr fortschrittliches Judentum, finde ich, der zum Beispiel, wie schon gesagt worden ist, zum Beispiel, was sehr sichtbar ist, ist die absolute Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Mhm. Wir haben keine Trennung in der Sitzordnung in der Synagoge. Wir zum Beispiel in unserer Gemeinde haben auch eine Rabbinerin, was im orthodoxen Judentum nicht möglich wäre. Mhm. Und jeder liberale Jude muss sich immer Gedanken machen, ob die Gesetze, die Verbote oder Gebote in seine Vorstellung, in seine Moralvorstellung, in der Welt, in der er lebt, passt oder nicht. Das ist schwierig, weil das muss man ständig abwägen, was man macht und was man nicht. Genau, es geht eigentlich beim liberalen Judentum darum zu schauen, welche jüdischen Gesetzmäßigkeiten müssen vielleicht auf die aktuellen gesellschaftlichen Bewegungen, Fortschritte angepasst werden. Und es ist eigentlich eine Art Zusammenspiel, könnte man sagen, zwischen der Gesellschaft, in der die Juden und Jüdinnen leben, und dem moderne Leben. Ein Beispiel. Unsere Rabbinerin sagt immer, man soll immer zwischen Gebote und Verbote abwägen. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein Verbot, am Schabbat Auto zu fahren. Es gibt aber auch ein Gebot, dass die Juden sollen am Schabbat zur Synagoge kommen und in der Gemeinschaft die Tora lesen. Was passiert, wenn ein Jude nur mit dem Auto in die Synagoge kommen kann? Da sagt die Rabbinerin, ja, das ist erlaubt, weil das Gebot, die Tora zu lesen oder die Tora zu hören, schwerer wiegt als das Verbot, Auto zu fahren. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man am Schabbat zu irgendeinem berühmten Möbelhaus fahren darf, um sich da Möbel zu kaufen. Das heißt es nicht. Aber immer diese ständige Abwägung ist im liberalen Judentum sehr markant, aber das macht doch das Leben ein bisschen schwerer. Ich will auf jeden Fall später mit dir noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was passierte dann eigentlich mit dem liberalen Judentum während der Shoah? Warum finden wir ganz viel davon jetzt in Amerika? Aber da sprechen wir gleich noch weiter. Ich würde ganz gerne mit dir, Shira, sprechen. Du bist ja jüdische Religionslehrerin. Genau. Und du unterrichtest aktiv, wahrscheinlich mit Kindern und Jugendlichen. Und ich würde gerne wissen, in einer Welt, die ja vor allem sehr säkular heutzutage ist, welche Bedeutung hat Religion in dieser Welt? Ja, also erstmal, meine Schülerinnen und Schüler sind auch vorwiegend säkular selber. Mhm. Und trotzdem sind die, die zu mir kommen, natürlich irgendwo schon geprägt von ihrer jüdischen Identität und haben ein Interesse an der Religion. Und das ist schon gegeben. In früheren Jahren, in den jüngeren Klassen, vielleicht eher noch von den Eltern. In den älteren Klassen kommt es dann von den Schülerinnen und Schülern selbst. Religion ist, glaube ich, für viele Menschen immer noch ein ganz großer Teil ihrer Identität und gibt ihnen Halt und gibt ihrem Leben vielleicht auch einen Sinn. Beziehungsweise in ihrem Handeln, ja, was sie tun, warum sie etwas tun, wie sie etwas tun, warum sie etwas ausführen. Und ich glaube, Religion ist immer auch ja, eine Leitlinie, ein Weg, den man beschreiten kann, eine Handlungsanweisung, die man gehen kann und viele es dann auch immer noch tun. Denn wir sehen ja, dass auch unsere moderne Gesellschaft hier auf der Religion immer noch beruht. Also wegzudenken ist die nirgendwo. Was sagst du einem Kind oder Jugendlichen, wenn er oder sie sagt,
Ja, ich mache das ja alles total gerne mit den Traditionen und ich feiere auch gerne Rosh Hashanah und Shabbat, aber ich glaube einfach nicht an Gott. Sag ich, das ist in Ordnung, ja, um Gottes Willen. Also wir schreiben ja keinen Glauben vor, wir sind staatlich anerkannter Unterricht. Mhm. Und da geht es überhaupt nicht um Glauben oder Nicht-Glauben. Übrigens geht es das im Judentum sowieso nicht, wenn, dann geht es ums das Tun. Mhm. Deswegen, das natürlich ist Glauben absolute Privatsache. Mhm. Da hat das liberale Judentum natürlich auch viel dazu beigetragen, aber das ist heute in der Orthodoxie ganz genauso. Daher, wir haben eben ja schon gesprochen auch über Keshet. Keshet ist ein ganz wichtiger Verein, der 2018 gegründet wurde, um sich für die Rechte von Juden und Jüdinnen aus der LGBTQI-Community einzusetzen. Ihr leistet einen enorm wichtigen Beitrag innerhalb der jüdischen Community, aber auch aufklärerisch außerhalb der jüdischen Community. Wo besteht denn aktuell der größte Handlungsbedarf? Ich glaube, dass es sowohl innerhalb der jüdischen Gemeinschaft als auch außerhalb, also in der gesamtgesellschaftlichen, deutschen, europäischen, weltweiten Gemeinschaft Bildung ist, also Aufklärung. Wir wissen viel zu wenig über die Themen LGBTIQ grundsätzlich, unabhängig davon, ob wir jetzt im jüdischen Bereich darüber sprechen oder nicht. Und daher dieser Bildungsauftrag, den Keshet Deutschland hat, der nicht nur nach innen, sondern auch nach außen geht, ist die größte Herausforderung, aber auch das größte Wachstumspotenzial. Und da müssen wir natürlich auch sagen, ich bin selbst zum Glück in jüdischen Institutionen groß geworden, jüdischer Kindergarten, Schule, die jüdischen Ferienlager und habe das sehr genossen und meine jüdische Identität erlebt. Gleichzeitig gab es das Thema LGBTIQ, queer, schwul, lesbisch, das gab es einfach nicht. Mhm. Es ist einmal aufgetaucht auf einem jüdischen Ferienlager, weil es ein lesbisches Paar gab und die Frage war, darf dieses Paar in ein Zimmer gehen? Weil normalerweise dürfen Paare es nicht. Aber aus welchen Gründen? Das hat mehr was mit der Sexualität zu tun. Also einmal kann ich mich in meiner Jugend erinnern, dass ich im jüdischen Lebensraum das Thema queer mir entgegengekommen ist. Und erst später habe ich überhaupt gesehen, dass diese beiden Identitäten überhaupt zusammengehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserem Verein bei vielen jungen Menschen sehen, dass viele sich vorher vor der Gründung von Keshet Deutschland zwischen queer und jüdisch entscheiden mussten, weil sie einerseits in der jüdischen Community existieren wollten, aber dort nicht offen schwul, lesbisch, trans, non-binär, sonst wie sein konnten. Und umgekehrt aber auch die Problematik da war, dass sie in ihrer queeren Community nicht offen jüdisch sein konnten. Antisemitismus, israelbezogener Antisemitismus, unterschiedliche Gründe, aber dass das Zusammengehen von diesen verschiedenen Identitäten irgendwie nicht ging. Mhm. Und das ist, wenn wir uns darüber nachdenken, ich kann nicht gleichzeitig Frau und jüdisch sein oder Mann und jüdisch sein oder Bauarbeiter und jüdisch sein. Das ist etwas so Unlogisches, dass verschiedene Identitäten nicht zusammengehen können. Aber bei queer und jüdisch gab es immer so eine Riesenhürde. Und ich muss auch dazu sagen, wir haben in der Gesamtgesellschaft ein großes Problem, wenn es um Vorurteile, Stereotype, Voreingenommenheiten geht. Und besonders gegenüber der LGBTIQ-Community ist es etwas, was jetzt in den letzten Jahren, wir sind jetzt im Pride Month in Deutschland, wo wir irgendwie LGBTIQ ein bisschen feiern und Microsoft und Google und wie sie alle heißen, haben ihren Wagen auf dem CSD in Berlin und in Köln. Es wird mehr gefeiert und es ist schön, und das zu zelebrieren, das zeigt auch der jungen Generation, dass es absolut in Ordnung ist. Gleichzeitig erleben wir aber auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft eine große Stereotypisierung. Und das liegt zum Teil daran, und ich bin Teil der jüdischen und der russischsprachigen Community, dass es da nochmal besondere Vorurteile gibt. Und daher versuchen wir als Verein, abgesehen davon, dass wir überhaupt eine Community haben wollen, also ich glaube, jeder Mensch, der sich einer Gruppe zugehörig gefühlt, versteht, es ist schön und angenehm, eine Community zu haben. Vor Keshet Deutschland muss ich absolut zugeben, ich kannte niemanden queer und jüdisch in Deutschland. Heute haben wir hunderte Mitglieder, die sich natürlich gegenseitig bestärken und empowern, ihr Leben zu leben und so zu sein, wie man ist. Und abgesehen von dieser Community haben wir natürlich auch den Auftrag, Bildung zu leisten nach innen, nach außen. Ja. Und da sind wir definitiv noch sehr weit am Anfang. Die Frage geht jetzt wieder gleich an euch alle. Wir haben ja eben schon besprochen, manche wussten, ja, 2021, das wird ein wichtiges Jahr. Manche sind erst darauf gestoßen worden. Und mich würde mal interessieren, was habt ihr so als erstes gedacht? Was hat das sozusagen, was hat diese Zahl mit euch gemacht, diese 1700 Jahre? Und welche Erwartungen oder auch Befürchtungen sozusagen hattet ihr an dieses Festjahr? Ja, also Herr Lehrer ist ja darauf schon eingegangen, gerade in der jüdischen Community. Wie machen wir das jetzt? Also wollen wir das jetzt feiern? Können wir so überhaupt vom Feiern sprechen oder vom Zelebrieren? Also wie schafft man es, diese Widersprüchlichkeit von gutem und schlechtem Leben dieser langen Zeit zusammenzubringen? Wie war das bei euch?
Also ich kann sagen, für mich war das erstmal etwas Selbstverständliches. Ich kannte die Zahl und es war mir völlig klar, dass es so lange schon Juden hier gibt, wenn nicht länger. Und dass es jetzt gefeiert wird, denke ich, ist etwas Schönes, den Anlass zu feiern und das nochmal in den Mittelpunkt zu rücken. Weil, wie Laura das vorhin auch gesagt hat, für Jüdinnen und Juden ist es überhaupt nichts Besonderes, jüdisch zu sein, sondern es ist etwas ganz Selbstverständliches. Und die fühlen sich, das sehe ich an meinen Schülerinnen und Schülern, aber auch an mir und an meinen Freunden und an meinem Umfeld. Es ist also so etwas Selbstverständliches, dass man sich vordergründig überhaupt nicht jüdisch fühlt. Sei es denn, man ist nicht total ultraorthodox. So. Und deswegen denke ich, ist das wunderbar und es ist toll, zum Anlass zu nehmen, ganz viel Judentum in die Öffentlichkeit zu rücken, damit es dieser exotische Charakter, damit der langsam verschwindet. Mhm. Raffi, wie war das für dich? Hattest du Erwartungen oder Befürchtungen? Befürchtungen hatte ich nicht. Erwartungen hatte ich auch nicht. Große, weil ich hatte auch nicht diese Dimension erwartet. Aber für uns Liberale, die sowieso sehr bestrebt sind, den Kontakt mit Andersgläubigen, mit der Zivilgesellschaft, wir wollen sowieso immer ein Teil der Zivilgesellschaft sein. Wir haben öfters Gäste in unsere Gottesdienste. Und wir sind sehr offen für andere. Wir zum Beispiel, ich initiiere gerade ein Treffen zwischen der vier Religionsführer in unsere Fädel, in unsere Nachbarschaft. Wir haben die katholische Kirche, die evangelische Kirche, unsere Rabbinerin dabei. Und wir haben jetzt sogar auch einen Imam dabei. Und wir wollen versuchen, die Bevölkerung in unsere Fädel mitzunehmen und dadurch Vorurteile abzubauen, was die Religion angeht. Deshalb ist das für uns ein willkommener Anlass, aber das hatten wir schon immer so gemacht. Ja, ich kann mich auf jeden Fall Shira komplett anschließen, also sowohl was die Zahl betrifft, das war, also hat mich nicht überrascht, eben war irgendwie klar und auch schon länger. Und auch was das Fest ja selbst betrifft, habe ich auch gedacht, so ja, das ist gut, das ist wichtig, das muss jetzt auch mal irgendwie angepackt werden, nach außen getragen werden und eben auf möglichst vielen Ebenen. Und das, finde ich, merkt man an diesem Fest ja schon, dass das auch einfach eine ganz starke Medienpräsenz hat, auch sowohl lokal als auch überregional. Also es gibt ja wirklich von unseren Kollegen von Titz Rödingen, die gehen ja auch mit ihrer mobilen Ausstellung wirklich auch auf so Volksfeste, also wo man jetzt nicht extra hingehen muss, um sich eine Ausstellung anzuschauen, sondern das kommt zu allen. Und ich glaube eben, dass das dadurch irgendwie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, so Spuren hinterlässt. Und ich, ja. Und du hattest keine Befürchtungen, sondern du bist da ganz positiv sozusagen rangegangen und dachtest, ja, das machen wir jetzt einfach und... Ja, das wird toll. Cool, ja. Super. Aaron? Also ich muss auch sagen, dass ich mir erst gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, ob das jetzt irgendwie positiv oder negativ bei mir oder bei meinem jüdischen Umfeld ankommen kann. Ich muss aber dann sagen, dass ein bisschen anders ist es bei mir dann gelaufen, als ich dann mich mehr mit den sozialen Medien und mit den Bereichen auseinandergesetzt habe, wo viele Jüdinnen und Juden so unterwegs sind in den Gruppen und so. Und ich fand schon, dass relativ schnell recht viele Menschen es entweder sehr positiv oder sehr negativ ausgelegt haben. Und kannst du da ein Beispiel nennen? Naja, also das, was auch schon immer wieder so angeklungen ist, gerade bei dem sehr Negativen, dass man sich sehr schnell darauf bezogen hat, naja, 1700 Jahre, das hört sich so an, als ob das nur eine gute Zeit gewesen ist und diese Riesenbrüche kommen da gar nicht zum Tragen. Und die Leute haben das gar nicht zugelassen, sich das mal genau anzugucken, was dieses, was dieses Programm alles bietet, was der Verein alles bietet und so weiter. Und ich habe mich dann auch sehr, sehr schnell dagegen gewehrt. Ich bin jetzt nicht jemand, der ganz viel postet oder so, aber ich habe dann sehr schnell für unseren Verein und für die Leute um mich herum gesagt,
Wir müssen einfach unser Ding weitermachen. Wir müssen dieses positive Leben, ohne das andere zu vergessen. Das ist so einfach, finde ich. Also das ist überhaupt nichts Schwieriges. Und natürlich gibt es immer wieder Leute, die sich dann auf das eine oder andere so extrem zurückziehen, dass es eben auch für die jüdische Gemeinschaft nicht gut ist. Und da bin ich auch jemand, der ganz klar nicht nur sagt, wir müssen nach außen in die nichtjüdische Stadtbevölkerung hier in Köln, wenn ich jetzt für Köln spreche, raus und müssen das zeigen, sondern wir müssen auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zeigen, was dieses Jahr bedeutet und was es alles an jüdischem Leben gibt. Und ich denke ganz klar, es ist keine Einbahnstraße. Mhm. Ich würde mich mal ein bisschen auf die kontroversere Seite begeben. Ja, mach mal. Denn ich muss sagen, wir haben zu Beginn des Festjahres ein jüdisches Quartett unter der Leitung der Amadeo-Antonio-Stiftung gegründet. Genau mit der Fragestellung, was macht dieses 1700 Jahre jüdisches Leben mit uns? Und haben uns intensiv die Frage gestellt, was wird gefeiert? Wer feiert das? Wer feiert es nicht? Und gibt es überhaupt eine Kontinuität? Also muss man eigentlich 1700 Jahre minus Pogrom hier, Ausgrenzung da, Exklusion hier, sollte man das eigentlich mal minus rechnen und ein anderes Jahr haben oder eine andere Zahl oder feiert man das Ganze? Und ich habe mich damit beschäftigt und ich glaube, es ist ein bisschen wie ein Geburtstag feiern. Wenn man einen Geburtstag feiert, dann feiert man auch nicht, feiert man 365 Tage, die guten und die schlechten. Also man feiert generell, dass man ein Jahr reifer und Erfahrungen mitgenommen hat und genau so würde ich das auch für 1700 Jahre sehen, dass wir die guten und die schlechten Seiten mitnehmen und einfach nach vorne gucken. Gleichzeitig glaube ich, dass dieses Fest ja eine Möglichkeit ist, um jüdisches Leben aus verschiedenen, diversen, bunten Perspektiven zu sehen, ohne eben die Vergangenheit zu vergessen. Aber ich frage mich auch, wer feiert es nicht? Also wenn ich mir, ich weiß nicht, ich habe mir nicht jedes Projekt angeguckt, das eingegangen ist, aber ich hatte... Ich mir schon. Kannst du vielleicht darüber was erzählen? Ich saß in der Jury. Ne? Genau, Minna saß in der... Sie alle 1200 oder 1500 Projekte, ich weiß nicht, wie viele es sind, alle gesehen. Genau, und ich muss sagen, ich habe mir die Frage gestellt, wie viele, und ich sage das gar nicht aus einer degradierenden Form, sondern wie viele Kirchenverbände versuchen jetzt irgendwelche Projekte da reinzulegen, weil ich selbst in unterschiedlichen Juries auch schon saß und immer wieder dieselben TrägerInnen kamen und dieselben Ideen verkauft haben, die eigentlich nichts mit jüdischem Leben zu tun hatten, keinen jüdischen Projektpartner oder Partnerin dabei hatten und wirklich nichts mit der Realität von jüdischem Leben zu tun hatte und das Gegenteil gemacht haben, was jüdische Menschen eigentlich wollen. Eben nicht nur dieses stereotypische Holocaust-Antisemitismus-Nahost-Konflikt. Aber darauf und haben wir sozusagen versucht, ganz doll zu achten. Dass das war meine Befürchtung passiert. Und das war genau der Punkt. Das war meine große Befürchtung, dass es wieder so eine Sache wird von, oh, okay, es gibt jetzt anstatt drei Projekte, 300 Projekte, die so aussehen und gleichzeitig wird jetzt, wo wir, ich sag mal, ein halbes Jahr in diesem Fest ja drin sind, sehe ich schon, dass viele Projekte zustande gekommen sind, die anders sind, die einfach eine neue Idee haben, die nicht nur diese negativen Seiten, sondern die schönen bunten Seiten von jüdischem Leben, die wir so gerne immer an die Deutschen in Europa bringen wollen, ja, aber es nie machen, weil es so wenig Interesse gab vorher. Und sowohl auch, Laura hatte die Medien angesprochen, ich finde immer, von Medien gibt es super viel Interesse zu Antisemitismus und das ist auch gut, das ist ein wichtiges Thema, das nicht vergessen werden darf. Gleichzeitig, wenn man sagen möchte, aber ich möchte auch sagen, dass heute Sukkot ist, ein jüdischer Feiertag. Ja, das schneiden wir dann auf. So, genau. Also ich glaube, dass wir eine super schöne Möglichkeit haben, die Dinge zu feiern als jüdische Gemeinschaften, die uns auch wichtig sind und die Seiten zu präsentieren und auch miterlebbar zu machen, die sonst keine Möglichkeit haben. Das ist gut, dass du schon das Mikro quasi an den Mund heranbringst, denn du kannst gleich mit dem, was du sagen möchtest, vielleicht noch die Frage, die ich nämlich an dieser Stelle an dich habe, beantworten. Nämlich, was wünschst du dir eigentlich von den Besuchern, die sich diese Ausstellung angucken? Und das ist eigentlich auch genau das, was ich auf deine Antwort hin sagen wollte, dass wir ja genau das wollen, dass wir eben nicht nur immer Ausgrenzung und Pogrom und so weiter. Und ich meine, wir haben das auch alles thematisiert, weil man sowas auch nicht einfach, man kann es auch nicht erzählen. Es ist natürlich ein Teil dieser Geschichte, aber genau das haben wir versucht aufzubrechen in der Ausstellung, dass es ganz viel auch darum geht, dass es diese guten Zeiten auch, die erzählt werden, dass auch wirklich so ein harmonisches Zusammenleben erzählt wird, dass man irgendwie auch so kulturelle und künstlerische und wissenschaftliche Aspekte mitnimmt, die einfach da auch dazugehören. Und deswegen ist diese Ausstellung auch jetzt eben thematisch gegliedert. Und wir sind ja nun mal heute hier bei der Ausstellungseröffnung. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch immer wieder darauf zurückkommen, dass wir genau diese Aspekte berücksichtigt haben, weil wir genau das nicht machen wollten. Und dieses umfassende Bild einfach auch zu vermitteln. Mhm.
Sag mal, Aaron, wie sehe denn eigentlich für dich die ideale Welt für Juden in Deutschland zukünftig aus? Sorry. Ich spreche jetzt mal nicht über Karneval. Kannst du auch machen. Nee. Also ich glaube wirklich, und das mag manchmal so ein bisschen abgedroschen klingen, weil es so oft gesagt wurde und auch Abraham Lehrer das eben gesagt hat, aber das kommt mir immer wieder ganz klar aus dem Herzen, dass es halt möglich ist, dass wir zu jüdischen Veranstaltungen gehen können, ohne dass eine Polizei oder wer auch immer vor der Tür stehen muss. Wie gesagt, das klingt immer so, ja, das haben wir jetzt schon oft gehört, aber also, und da komme ich dann doch wieder zum Karneval, weil als wir im letzten Jahr, ich muss mal überlegen mit Corona, aber ich glaube, es war wirklich noch 2020, unser Falafel und Kölsch, das ist eine Karnevalsveranstaltung in der Synagogengemeinde gemacht haben. Ganz, ganz wunderbar war das eine ganz tolle Sache. Und wir haben da gar nicht drüber nachgedacht, als die jüdischen Organisatoren und Organisatorinnen, dass die Menschen, für uns war das klar, die müssen da durch die, an der Polizei vorbei und durch die Sicherheitsschleuse. Und wir haben ja wirklich für diese Veranstaltung extern Karten auch verkauft. Also da kamen Menschen, die mit Judentum vorher noch nie in Berührung kamen, die über den Karneval halt gekommen sind. Das ist halt eben ein sehr großes verbindendes Argument, eine Klammer hier in Köln. Und dann sprachen Leute uns an und waren, ne, kam zu einer Karnevalsveranstaltung. Genau, was ist hier los? Sicherheitsschleuse. Mhm. Und ich habe das aber auch wirklich thematisiert am Anfang dieser Veranstaltung. Habe auch kurz darüber nachgedacht, naja, wenn ich das jetzt mache, ist dann die Stimmung ganz am Boden irgendwie. Das war überhaupt nicht der Fall. Die Leute haben das verstanden. Aber, und ich konnte das eben auch nochmal sagen, dass das so deutlich macht, dass, wie absurd das eigentlich ist. Und dass, wenn das wirklich nicht mehr nötig sein müsste, und da glaube ich, spreche ich jeder Jüdin und jedem Juden aus dem Herzen, dann, ja, dann ist wahrscheinlich alles drumherum auch in Ordnung, weil dann ist das nicht mehr nötig. Ja. Raffi, du hast ja, wir haben ja schon so ein bisschen über die Geschichte des liberalen Judentums gesprochen, und ich mich würde, und gerade weil du ja auch sagtest, das war vor 100 Jahren sozusagen Mainstream, ja, welche Hoffnung hast du denn für das liberale Judentum jetzt sozusagen 75 Jahre Post-Shoah? Was kann da jetzt passieren eigentlich? Ich hoffe, dass es immer mehr liberale Gemeinden gibt, liberale Synagogen. Wir haben schon einen Dachverband, die Union Progressive Juden in Deutschland, die schon, wenn ich mich erinnert kann, 26 Gemeinde haben und mehrere hundert Mitglieder. Aber das ist immer noch nicht das, was es mal war. Woran liegt das? Woran liegt es? Und zwar, es liegt daran, dass nach der Shoah existierte das liberale Judentum, das deutsche Judentum, was liberal war, nicht mehr. Und viele sind davon nach Amerika gegangen. Teilweise nach Amerika, und da lebt es weiter. Israel. Nach Israel, aber auch natürlich sehr viele wurden auch ermordet. Ja. Und nach Deutschland kamen dann ganz viele sogenannte Displaced Persons. Leute, die aus Osteuropa kamen und die ihre orthodoxe Tradition mitgebracht haben. Und natürlich haben sie dann auch ihre orthodoxe Synagogen, orthodoxe Gemeinden gegründet hier. Die nachkommende Generation sind in diesem Umfeld aufgewachsen und kannten auch keine andere Richtung. Deshalb hat sich das orthodoxe Judentum in Deutschland etabliert. Weitergelebt hat es natürlich in USA, in angelsächsischen Ländern, wo es heute auch noch Mainstream ist. Die größten Synagogen in den USA sind die liberale Synagogen. Und wie gesagt, ich versuche mit meinen Wirken es möglich zu machen, dass das liberale Judentum nach Deutschland wieder nach Hause kommt, wo es begann und wo es ist und wo eigentlich das natürliche Ort, der natürliche Ort des liberale Judentum ist Deutschland. Ich glaube, was wichtig ja auch zu verstehen ist, vielleicht auch mit der Arbeit, die ihr macht,
Die wenigsten wissen ja sozusagen, dass bis zum Mauerfall gerade mal 30.000 Juden noch in Deutschland gelebt haben. Also wie pluralistisch können 30.000 Juden sein? Ja, also ein bisschen und ein bisschen mehr, aber jetzt nicht so, wie wir jetzt Pluralismus überhaupt im Judentum wieder haben können. Mittlerweile, man spricht ungefähr von 200.000 Juden und Jüdinnen in Deutschland. Wir sind immer noch nicht bei der 500.000 Juden und Jüdinnen, die vor der Shoah hier gelebt haben. Aber natürlich ist so eine Zahl, so 200.000, da bewegen sich natürlich andere, da gibt es andere Bewegungen, andere Strömungen, da kann sozusagen wieder mehr passieren. Ich glaube, das ist auch genau das, was sozusagen dann auch so eine Gründung von Keshet notwendig macht irgendwann, ja, weil da ist so eine kritische Masse, wo unterschiedliche pluralistische Strömungen existieren können. Ich würde ganz gerne zu dir, Shira, mich würde interessieren, du hast ja sozusagen den ganzen Tag mit Kindern und Jugendlichen und so zu tun. Was sind das so für Ängste vielleicht, die sie mit dir besprechen? Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, gerade jetzt so im Mai während des letzten Gaza-Konflikts, das sind ja junge Leute, die sind auf TikTok, da passiert jetzt mittlerweile so total viel, da ist auch während des Gaza-Konflikts ganz viel passiert. Was macht das mit Ihnen, Teil dieser Gesellschaft zu sein, aber auch Teil natürlich jetzt so einer Welt zu sein, wo viel kommuniziert wird über Online-Netzwerke und so? Also ich erlebe unsere Schülerschaft eigentlich weniger als ängstlich. Mhm. Es sind ja sehr junge Menschen, die sich jetzt auch nicht unbedingt so viel mit Politik und ihrer eigenen Identität auseinandersetzen. Das sind Dinge, die wir natürlich im Religionsunterricht besprechen, und das möchte Religionsunterricht, jüdischer Religionsunterricht auch erreichen. Die Bildung oder die Kompetenz der Bildung einer eigenen jüdischen Identität in der Auseinandersetzung mit dem pluralistischen Judentum. Mhm. Natürlich, wenn ich mich mit den Schülerinnen und Schülern unterhalte, dann hört man schon immer wieder raus, wenn man nachfragt, dass es den ein oder anderen Witz gegeben hat in der Klasse, den ein oder anderen Kommentar oder die Nachfrage eines Lehrers oder einer Lehrerin zu einem Thema. Aber die Schüler gehen Gott sei Dank sehr selbstbewusst damit um und haben Fähigkeiten, sich auszudrücken, oder ziehen sich komplett zurück und besprechen das dann auch nur in unserem Safe Space, in unserem Religionsunterricht, und sagen sonst, ach, da halte ich mich raus, über Politik rede ich nicht mit meinen Freunden. Mhm. So, und ja, das Selbstverständnis unserer Schüler ist eben, wir sind Kölner, ja, Kölner und Kölnerin, und wir feiern Karneval. Und ich kann vielleicht eine kurze Geschichte von meinem Sohn erzählen, ja, der ist jetzt 6 Jahre alt. Vor 2 Jahren fuhr ich mit ihm an der großen Moschee vorbei, und dann sagt er zu mir, Mama, guck mal, die Moschee, da beten die Moslems. Dann sage ich, richtig. Sagt er, ja, und in der Kirche, da beten die Christen. Sag ich, ja, genau. Und dann sagt er, ja, und in der Synagoge, da beten die Deutschen. Und ja, süß. So, das ist eben das Gefühl, was so vornehmlich bei unseren Schülern ist. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. 45 Minuten gehen sehr schnell vorbei. Ich habe eine letzte Frage an euch alle, um dann die 45 Minuten auch wirklich zu sprengen, weil die müssen ja jetzt alle von euch noch diese Frage beantworten. Nämlich, was würdet ihr euch wünschen zukünftig, wenn es sozusagen um die Bearbeitung von jüdischem Leben geht? Naja, also wenn es sozusagen um solche Themen, wenn es Ausstellungen gibt, wenn es eine mediale Berichterstattung gibt, so was würdet ihr euch sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft wünschen, wie sie jüdisches Leben bearbeitet, betrachtet, kommuniziert, kommentiert? Also vielleicht fange ich kurz an. Es ist ja immer so die Frage, manchmal hat man ja einen Musiker oder einen Künstler oder einen Schriftsteller, und dann kommt da so dieser Zusatz jüdisch dazu, was aber eigentlich ja keinen Sinn macht, wenn jetzt der Kontext nicht jüdischer ist. Also sowas finde ich immer seltsam, weil dann eben automatisch mit so einem Label dann gearbeitet wird. So, der ist jetzt jüdisch, ja, und also wenn er jetzt ein Buch geschrieben hat über sein jüdisches Leben oder so,
eben der Kontext stimmt, dann ist das... Macht das Sinn. Macht das Sinn. Ja. Aber sonst ist es irgendwie so, ja, der christliche oder der muslimische, also das ist das, was ich denke. Und das ist grundsätzlich, wenn man solche Themen bearbeitet, natürlich auch eine jüdische Perspektive da mit einbezogen werden muss, weil man nie von außen so darauf sprechen, also darüber sprechen kann. Ja. Daya? Ich würde Laura widersprechen, aber das ist auch okay, weil ja, zwei wir jüdische, einander auch, genau, zwei Juden, Jüdinnen, drei Meinungen, das gehört dazu. Ich finde es nämlich total super, wenn ich in die Philharmonie gehe und da irgendwo an einem Schild dran steht jüdischer Musiker, weil ich glaube schon, dass oft, Shira hat viel über jüdische Identität heute gesprochen, dass die Erfahrung jüdisch sein und vor allem jüdisch in Deutschland sein immer eine andere Erfahrung ist als nicht jüdisch sein. Ich glaube, es hat einen anderen Lebensweg, es hat andere Gedanken, es hat andere Thematiken, mit denen man sich auseinandersetzen muss. So, also ich persönlich finde das meistens spannend, kann aber natürlich auch ein Label sein aus dem Kontext gerissen. That being said, ich habe ein Wort auf deine Frage. Yeah. Und zwar, was ich mir wünschen würde, ist Holistik. Mhm. Holistische Erfahrungen. Mhm. Jüdisches Leben, jüdische Identitäten, jüdische Menschen sind nicht eins, sind nicht alle gleich, sondern haben holistische Erfahrungen, Perspektiven, Meinungen, wählen unterschiedlich 2021 im September. Und genau das mit reinzunehmen in die Bearbeitung von jüdischem Leben ist wichtig. Dass wir, wie diese Ausstellung es super gut gemacht hat, sowohl die Vergangenheit und die Aufarbeitung von schwierigen Momenten, Jahrzehnten und Jahren durchgehen, aber gleichzeitig auch die Positivität. Also ein queerer jüdischer Verein, der Pride Shabbat diesen Monat feiert, also sowas mit reinnehmen, dass es diese Ambivalenz ist. Mhm. Jüdisches Leben in Deutschland, und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile so bleiben, hat diese Ambivalenz. Wir müssen uns mit Antisemitismus, Shoah und Nahostkonflikt auch gewollt oder ungewollt auseinandersetzen. Aber die meiste Zeit, und die Geschichte von deinem Sohn hat mich da total daran erinnert, die meiste Zeit unseres jüdischen Lebens feiern wir eigentlich unsere Identität und freuen uns in die zur Bat Mitzvah oder Bar Mitzvah eingeladen zu werden, auf den Geburtstag von den jüdischen Großeltern, die irgendwas erzählen aus dem Städtel. Also die meiste Zeit ist eigentlich positiv. Wir werden aber von außen mit dem Antisemitismus bombardiert. Und daher genau diese Holistik, die holistische Erfahrung zu bearbeiten. Mhm. Und wenn man im Interview über jüdisches Leben spricht, eben beides zu sagen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass Medien mich nicht mehr fragen werden, wenn ich irgendeinem Thema, egal was Judentum bespreche, ob ich bitte einen Davidstern anziehen möchte. Ich bin auch ohne Davidsternkette jüdisch. Machen die das? Die nicht? Ständig. Nee. Ständig. Nee, krass. Ich würde sagen, und ich schließe mich auch an, dann weiterhin durch die Positivität, vor allen Dingen Unvoreingenommenheit, ja, und positive Offenheit. Mal wirklich die Sachen, die man kennt, beiseite lassen, weil meistens ist es doch viel zu wenig, und einfach zuhören und offen sein. Raffi? Also ich wünsche mir in ein, zwei, vielleicht drei Generationen, dass das jüdische Leben in Deutschland so selbstverständlich ist, dass solche Ausstellungen wie hier heute völlig sinnlos sind. Weil man macht doch keine Ausstellung christliches Leben in Deutschland. Und genauso wie das Judentum selbstverständlicher Teil in der Gesellschaft, in der Politik, in Kunst, überall selbstverständlich ist, dass man es überhaupt nicht mehr erwähnen muss. Mhm. Und dass wir ganz normale Deutsche sind mit einer jüdischen Religion. Mhm. Das wünsche ich mir. Als wir den Verein gegründet haben, die Kippa-Köp, da hatten wir sehr viel Presse. Das war uns natürlich auch klar, als wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind nach anderthalb Jahren. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das denn in einem Jahr oder so? Interessiert das dann noch jemanden? Also jetzt nicht nur, weil es unser Verein war, sondern eben auch, weil ich dachte, ist es dann vielleicht wieder egal und jetzt geht man wieder auf andere Themen zurück. Und das war nicht so. Mhm. Ja, also wir ein Jahr später, als wir wieder Karneval gefeiert haben und irgendwelche Sachen hatten, da war wieder Presse da und hat sich dafür interessiert. Und hat sich für diesen Teil jüdischen Lebens interessiert. Und das fand ich schon mal sehr, sehr positiv. Mhm. Das war sehr, sehr schön. Natürlich mache ich auch diese Erlebnisse jetzt nicht mit dem Davidstern, sondern was ich eben kurz erzählt habe, dass eine Redakteurin zu mir gesagt hat, ach nee, was du mir erzählt hast, das hat zu wenig Antisemitismus, da gehen wir lieber nach Dresden. Und das ist natürlich furchtbar. Ja. Aber ich glaube, dass dieses Auseinandersetzen mit jüdischem Leben immer mehr werden wird und auch immer mehr wird. Und das hoffe ich und daran arbeite ich auf jeden Fall. Vielen Dank.
Vielen Dank euch, das hat mir total viel Spaß gemacht. Es ging viel zu schnell vorbei, wir hätten noch ein bisschen weiter plaudern können. Ich bedanke mich für die Einladung. Großen Dank an die Redner. Besuchen Sie die Ausstellung, aber machen Sie noch mehr, seien Sie offen, genauso wie Dalia es auch gesagt hat. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.